Liebe Geschwister, bevor ich es vergesse und die Gefahr besteht, möchte ich mich bedanken bei einem unserer Brüder, unserer treuen Gefährten, der mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht hat in meiner letzten Khutbah. Denn tatsächlich ist es nicht authentisch überliefert, dass Omar, Allah möge mit ihm zufrieden sein, seine Tochter hat lebendig begraben lassen, beziehungsweise selbst lebendig begraben. Dies ist nicht authentisch überliefert. Ja? Und selbst wenn es passiert wäre, wie gesagt, wäre es nur ein weiterer Beleg dafür, wie Allah Ta'ala das Beste zum Vorschein hervorkommen lässt, wenn jemand den Islam annimmt, beziehungsweise im Umkehrschluss, wie das Schlechte aus einem herauszukommen vermag, wie man entgegen seiner eigentlichen Natur zu leben vermag, wenn man nicht mit dem Schöpfer verbunden ist. Aber Tatsache ist, liebe Geschwister, dies ist nicht authentisch überliefert. Liebe Geschwister, ich möchte mit einer Angelegenheit heute fortfahren, die ich auch in der Vergangenheit thematisiert habe. Und dennoch scheue ich mich nicht davor, zu wiederholen, auch wenn dies nicht meiner Natur entspricht, aber aufgrund dessen, dass dieses Thema in meinem Herzen Verankerung gefunden hat und ich ungern hier stehe, ohne dass ich vom Herzen her spreche und weil ich sehe, wie sträflich es vernachlässigt wird, ich in meinem Privatleben, aber auch, dass dies wenig in der Umma verankert ist und dies eine so großartige, wichtige Angelegenheit ist, möchte ich mich heute diesem Thema ein weiteres Mal widmen. Es ist ein Thema, liebe Geschwister, was unser Leben umfangreich segnen wird. Es hilft uns, zu den richtigen Entschlüssen zu kommen. Es spart Zeit, Geld und Nerven. Und es hilft dabei, dass wenn wir zu einem richtigen Entschluss gekommen sind, dass wir auch Unterstützung darin empfangen, diesen Entschluss durchzusetzen und dass die Art der Durchführung erleichtert wird und auch bereichert wird. Eine Angelegenheit, die unser Jenseits genauso umfasst wie auch unser Diesseits. Und wir Muslime, wir haben auch eine Botschaft für das Diesseits. Ja, wir leben mit beiden Welten in einem ausgewogenen Verhältnis verbunden. Liebe Geschwister, es ist eine Angelegenheit, die damit geehrt wurde, dass einer der Namen unserer koranischen Kapitel, der Suar, dass einer der Namen der Suar eben diesen Namen trägt. Und es ist die Surat Ashura, die Sure, die die gegenseitige Beratung unter anderem thematisiert. Und das ist eine gewaltige Angelegenheit, liebe Geschwister, dass eine Sure einen bestimmten Namen trägt, denn nach Mehrheit der Gelehrten ist es so, dass sogar die Surennamen von Allah Ta'ala bestimmt worden sind. Es gibt auch eine Gruppe von Gelehrten, die der Auffassung ist, dass die Surennamen mehrheitlich durch Offenbarung bestimmt worden waren, durch Offenbarung bestimmt sind und ein Teil der Suren aber auch Namen trägt, aufgrund dessen, dass sie von den Prophetengefährten so genannt worden waren. Und so oder so, liebe Geschwister, bleibt eine gewaltige Ehre. Ich möchte allerdings nicht mit dieser Sure heute beginnen, sondern mit einer anderen, ja, die uns auch sehr vertraut ist und die wir vielleicht gar nicht mit dem Thema Beratungseinholung, ja, oder Initiierung von einem Meinungsaustausch verbinden. Und es ist am Anfang unseres der Surat al-Baqarah, das ist der Reihenfolge nach zweiten Kapitels des Koran. Allah Ta'ala sagt, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Was hat dies mit Beratung zu tun, liebe Geschwister? Allah Ta'ala, er hatte einen Entschluss gefasst. Er wollte auf der Erde neben den Dschinn und den Engeln eine weitere Art ansiedeln, uns Menschen. Und er teilte dies den Engeln mit. Er teilte dies den Engeln mit. Und wir wissen, dass die Engel, liebe Geschwister, eigenwillenlose Geschöpfe sind. Eigenwillenlose Geschöpfe. Sie tun das, was Allah Ta'ala ihnen befiehlt. Das heißt,
was sie jetzt nun antworteten, ja, sinngemäß. Und erinnere daran, als dein Herr zu den Engeln sagte: Gewiss, ich setze auf der Erde einen Statthalter ein. Und sie sagten: Setzt du etwa darauf ein, wer darauf Verderben anrichtet und Blut vergießt, während wir dich mit deinem Lob rühmen und uns für dich reinhalten? Aufgrund der Erfahrung mit den Dschinn auf Erden haben die Engel ihre Perspektive der Dinge dargelegt. Aber nur aufgrund dessen, weil Allah Ta'ala sie so erschaffen hat. Warum hat Allah Ta'ala überhaupt die Engel erschaffen, dass sie dies dann aussprechen werden und ihre Perspektive der Dinge darlegen werden? Welche Bedeutung hat das denn? Welchen Sinn hat das denn? Wenn Allah Ta'ala beschließt, so beschließt er. Er muss sich mit niemandem beraten. Und die Gelehrten haben sich auch mit diesem Thema, mit dieser offenen Frage befasst. Warum diese Perspektiventeilung seitens der Engel? Warum sprachen sie überhaupt das, was sie sagten, wie es im Koran bewahrt ist? Und die Gelehrten antworteten, dass damit den Engeln eine Ehre zuteil wurde, ja, dass sie überhaupt sprechen durften. Eine Ehre zuteil wurde. Und dass dadurch, dass Allah Ta'ala initiierte, dass sie dies sagen, was aus ihrer Perspektive eben Tatsache sein wird oder ihre Vermutung darlegen, dadurch ehrt Allah Ta'ala die gesellschaftliche Praxis der Beratungssitzung. Bevor unter Menschen jemals eine Sitzung initiiert wurde zum Meinungsaustausch bzw. zur Meinungsäußerung, ja, weil hier gab es ja keinen Austausch in dem Sinne, ja, Allah Ta'ala gebührt das höchste Gleichnis. Bevor also Menschen die Beratungsversammlung initiierten, war es Allah Ta'ala, der diesen Rahmen gegeben hat für die Engel, dass sie ihre Perspektive der Dinge darlegen. Ibn Ashur, der Koran- und Maqasid-Gelehrte und überhaupt bodenständiger Gelehrter des letzten Jahrhunderts, erwies unter anderem darauf hin. Das heißt, selbst wenn ein Entschluss schon getroffen wurde, liebe Geschwister, macht es Sinn, dass man sich die Meinung der Betroffenen zusätzlich dazu anhört. Das können wir daraus lernen, wie gesagt, nach Ibn Ashur. Ein Beispiel, was dies vielleicht noch stärker verdeutlicht, ja, weil es auf der Basis eines Verhältnisses, ja, gegeben worden ist, was für uns, ja, nachvollziehbar ist, wo wir auch eine Übertragung ohne seltsames Gefühl vornehmen können, ist der Dialog zwischen Ibrahim a.s. und seinem Sohn Ismail a.s. Ja? Es gab einen Befehl von Allah Ta'ala, nämlich, dass Ibrahim a.s. seinen Sohn Ismail a.s., der Friede sei auf beiden, zu opfern hatte. Es ist ein Beschluss gewesen, ein Befehl von Allah Ta'ala. In der Surat Safat ist festgehalten: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Ja, und als Ismail a.s., nachdem Ibrahim a.s. so lange warten musste auf einen Sohn, endlich dieses Alter erreicht hat, wo er mit ihm unterwegs sein konnte, mit ihm Dinge gemeinsam anpacken konnte, dann, subhanallah, prüft Allah Ta'ala mit der Aufgabe, dass er seinen Sohn zu seinem Schöpfer Allah Ta'ala zurückschicken möge. Denn nichts anderes ist der Tod. Ja, praktisch, stellt euch vor, ihr würdet aufgetragen bekommen, euer Kind zu den Verwandten, ja, zurückzuschicken. Ja? Oder ins Internat oder, ja, auf eine Reise. Ihr hättet auch keinen, ja, natürlich, man, Abschied fällt immer schwer, ja, aber man weiß, man sieht sich wieder oder man geht davon aus, dass man sich wieder sieht, und mehr oder weniger ist es ja auch nicht groß unterschiedlich. Ibrahim a.s. sagt: Ah, in der Dunya werde ich mich von ihm trennen müssen, aber in Al-Akhira sind wir sicherlich vereint. Ja? In dem Sinne war dieser Befehl auch nicht in irgendeiner Form, ja, unbarmherzig, dass wir das auch richtig verstehen.
Aber subhanallah, die nächsten Worte von Ibrahim a.s., sie sollen uns irritieren, damit wir darüber nachdenken. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Schau, was siehst, also was ist deine Meinung dazu? Subhanallah. Erzähl, was denkst du? Ja? قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wurde, und du wirst mich, so Allah will, unter den Geduldigen vorfinden. Das war Ismails Antwort. Das heißt, halten wir fest, wir können das eins zu eins übertragen, ohne Irritationsgefühl. Ein bereits beschlossener Befehl Allah Ta'alas wurde diskutiert mit demjenigen, der quasi mitmachen musste, an den der Befehl adressiert wurde. Und das ist sehr hilfreich, liebe Geschwister. Warum ist es hilfreich? Weil die Miteinbeziehung, sie schafft Vertrauen, Vertrautheit. Und das war sicherlich nicht das erste Mal, ja, dass Ibrahim a.s. seinen Sohn mit einbezog in eine Beratung. Ja, davon können wir ausgehen. Das ist eine kluge Vermutung. Vertrautheit und Akzeptanz. Ja, weil wir kennen die menschliche Natur. Letztens hat mich ein Bruder auch darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, die letzte Khutba war so, man muss die Sahabis lieben. Ja, und er hätte gerne mehr erklärt bekommen, warum. Ja, und letztendlich, er spiegelte nur das wider, was allen bewusst ist. Unsere menschliche Natur ist so. Wir wollen abgeholt werden. Wir wollen Erklärungen bekommen. Wir mögen keine, ja, Befehle, die uns manchmal, ja, wie ein Bulldozer erscheinen. So, oh, was soll das? Wir wollen gewonnen werden. Das ist die Wahrheit. So geht es jedem, mehr oder weniger. Und diese Lektionen mögen wir auf unseren Alltag übertragen. Und dadurch geht auch kein Autoritätsverlust einher. Ja, Ibrahim alaihi salam, einer der fünf gewaltigen Propheten. Ja, einer der fünf gewaltigsten Persönlichkeiten, die Allah Ta'ala jemals in seinem Universum erschaffen hat, gemäß dem, was uns bekannt ist im Koran. Und Allah Ta'ala ist Herr der Welten. Und er berät sich mit seinem Sohn, der gerade in dem Alter ist, wo er wissen, was unternehmen kann. So aus, also ins Alter der relativen Selbstständigkeit gekommen ist. Und zwar in Bezug auf einen Befehl Allah Ta'alas. Aber die schafft Vertrautheit. Die schafft Akzeptanz der Lage. Und subhanallah, wir lernen aus der authentischen Sunna, dass dadurch die Umsetzung erleichtert wird. Weil schaut, subhanallah, Ismail alaihi salam, wie klug er war. Ja, und Allah Ta'ala, ich bin der Frage noch nicht nachgegangen, ob dies aufgrund von Offenbarung widerfuhr oder ob er sich selbst gemäß seinem Verstand anstrengte. Er sagte, o Vater, ja, dies wissen wir aus der authentischen Sunna, beziehungsweise die Gelehrten überliefern dies von den Israeliyat. Also so oder so ist das etwas, was wir verwerten können. Ja? Lasst uns nicht von Angesicht zu Angesicht bei der Opferung einander in die Augen blicken. Nicht, dass du schwach wirst aus väterlicher Barmherzigkeit, sondern wende mein Gesicht bei der Opferung ab. Oh, subhanallah, welche Weisheit. Ja, man gibt sich Mühe, dass man nicht schwach wird, ja, aufgrund der menschlichen Natur. Und dann sagte er, ja, er sagte, und nimm dieses Hemd, ja, von mir, lass es mich nicht anhaben, damit du es nicht sauber machen musst, beziehungsweise kein weiteres Tuch brauchst, um mich dann zu begraben. Das heißt, die Durchführung, sie wurde erleichtert. Manchmal sagen wir unseren Kindern, komm mit zur Moschee, ja, und sie rennen weg. Und sie haben schon 2, 3 Ausreden parat. Ja, und wir sind dabei, sie zu fangen und zu zwingen und, ja, und dann hier kein Computer spielen und dann am Wochenende darfst du nicht raus und, ja. Wir sind in einem Krieg. Ja, in einem erzieherischen Krieg. Aber schaut, wie Ibrahim alaihi salam die Sache anging und wie Ismail mitmachte und die Sache erleichterte. Subhanallah. Er kam auf etwas, was Allah Ta'ala Ibrahim alaihi salam nicht offenbart hat. Was uns zeigt,
die Leute mit einbeziehen, ist wichtig. Es wird erleichtert und dann auch noch bereichert. Weil entweder hätte er, alayhi salam, Ibrahim, das Hemd Ismails noch waschen müssen, alayhi salam. Das heißt, ja, Zeit geht drauf. Und Mühe, die man auch anders investieren kann. Oder aber hätte ein anderes Tuch nehmen müssen. Ja, und dann wäre zusätzliches Geld, Ressourcen draufgegangen. Ich persönlich, hätte ich mich damals beraten nach dem Abitur, ich hätte brutto 2 Jahre von meinem Leben gewonnen, was den Lebenslauf anbelangt. Weil ich mich für ein Studium damals entschieden habe, was mir nicht lag. Nur, das habe ich erst nach 3 Netto-Semestern gemerkt. Und dann brauchte ich das 4. Semester, um mich erstmal neu zu orientieren. Beratung, liebe Geschwister, erleichtert die Angelegenheit. Beratung, liebe Geschwister, bereichert die Angelegenheit. Als Allah Ta'ala dem Propheten mitgab, sallallahu alaihi wasallam, washawirhum fil amr, und ziehe sie zu Rate, war gerade der Sieg einer Schlacht verloren gegangen, ja, nämlich die von Uhud. Aufgrund dessen, ja, dass man ein Beratungsergebnis hat, durchgesetzt. Subhanallah. Und dennoch hat Allah Ta'ala den Propheten daran erinnert, ja, weiterhin die Prophetengefährten zu Rate zu ziehen. Und Al-Jassas sagt, dass Allah Ta'ala, washawirhum fil amr, dieser Befehl und ziehe sie zu Rate, dass dieser Befehl nicht eingeschränkt ist in religiösen Angelegenheiten oder in weltlichen Angelegenheiten oder in wirtschaftlichen Angelegenheiten oder morgens oder abends. Ja, also es gibt da keine Einschränkung, sondern ziehe sie in der Angelegenheit zu Rate. Das heißt, dieses Prinzip sollte sich auf alles erstrecken, liebe Geschwister, dass man sich Beratung einholt. Und vielleicht ist dies der Schlüssel für viele von unseren Lebensproblematiken, wo wir in einem Sumpf drin sind und nie richtig rauskommen, ja, oder immer wieder hineingespült werden. Vielleicht brauchen wir Ratschläge von anderen. Ah, wie hast du das geschafft, morgens zum Gebet immer aufzustehen? Ah, wie hast du das geschafft, auf der Arbeit zu beten? Wie hast du es geschafft, zu heiraten? Wie hast du den Schwiegervater, ja, der geschworen hat, Wallahi, du wirst niemals meine Tochter heiraten. Wie hast du ihn letztendlich davon überzeugt, dass du doch der richtige Kandidat bist? Etc. Und wir sollten ständig in einem Meinungsaustausch sein. Ständig in einem Meinungsaustausch sein. Und Ibn Kathir, er kommentiert diese Ayah, die ist in Surat Al-Imran, ja, Ali Imran, der 159. Vers. Er führt Beispiele auf, 5 Beispiele, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich Beratung hat einholen lassen und wo dies in einer gewaltigen Angelegenheit auch der Fall gewesen ist. Und wie die Beratung dann dort für Segen auch sorgte. Und Ibn Kathir, er sagte, die Beratung, sie bewirkt, dass die Herzen beruhigt sind. Beratungssitzungen beruhigen die Herzen, liebe Geschwister. Allah Ta'ala in Bezug auf Heirat, Scheidung und Wiederheirat erwähnt Allah Ta'ala in Al-Baqarah, der 232. Vers. إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Dieser Abschnitt, wenn sie in einer gegenseitigen Zufriedenstellung sich befinden, gegenseitiges Zufriedenstellen. Und das wird nicht erreicht, liebe Geschwister, außer dass man über die Angelegenheiten redet. Und leider, ja, kennen wir in diesem Zeitalter die Krankheit des Stolzes. Dies ist ein allgemeines Problem und das kann uns anstecken. Und manchmal, wenn wir so ein bisschen aus Macho-Kulturen kommen oder, ja, und das hat keine, Macho-Kulturen kennt keine Geografie, ja. Das ist in Norddeutschland und in Süddeutschland und in, ja, Dänemark und in Stockholm und, ja, wo auch immer. Das ist eine Krankheit, ja. Der falsche Stolz hindert uns daran, andere um Rat zu bitten. Und deswegen lässt Allah Ta'ala uns im Sumpf. Ja, weil Allah Ta'ala, liebe Geschwister, wir sind keine Propheten. Wir brauchen die Beratung. Und wir sind auch nicht so tolle Menschen, dass wir sagen, Allah Ta'ala wird mir einen Traum schicken und in diesem Traum werde ich dann alles erklärt bekommen.
Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, umso wahrhaftiger ihr seid, umso deutlicher werden auch eure Träume, sinngemäß. Ja, das sind authentische Hadithe, die davon sprechen, dass Träume, gibt es einen Hadith, der sagt ein 23. vom Prophetentum, ein anderer sagt ein 46. vom Prophetentum, ein anderer sagt ein 45. vom Prophetentum, ein anderer sagt ein 70. vom Prophetentum. Ja? Und diese Hadithe, die einander scheinbar widersprechen, erklärende Hadith sagt, je wahrhaftiger ihr seid, ja, desto wahrhaftiger oder deutlicher werden auch eure Träume. Das heißt, Allah Ta'ala, er segnet unser Leben dadurch, dass wir uns Ratschläge einholen von anderen. Er segnet. Also warum wollen wir, ja, warum wollen wir uns diesen Segen nicht abholen? Was hindert uns daran? Wir sind doch eine Familie. Nicht nur eine Familie, wir sind ein Fleisch und ein Blut, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass die Umma ist wie ein Körper. Wo ist das Problem, dass die Füße die Augen fragen, wohin sie mit dem Körper gehen sollen? Ja? Wo ist das Problem, dass die Augen die Füße fragen, ob der Boden, auf dem man gerade geht, angenehm ist oder nicht? Umgekehrt ist das Problem da, wenn die einzelnen Glieder und Teile des Körpers nicht miteinander kommunizieren. Ja? Kommunikation ist alles im Körper. Ansonsten gibt es, ja, gibt es keinen Herzschlag, gibt es keinen Blutkreislauf, gibt es keinen, keine Verdauung, keine Atmung. Ja? Und fragt Mediziner, was ansonsten noch wundersam ist in unserem Körper. Alhamdulillah, wir haben hier, mashallah, promovierte Mediziner. Ein Mediziner ist hier, der hat auf 3 Kontinenten Medizin studiert. Ich sage aber seinen Namen nicht, dass ihr denkt, dass ich für ihn Werbung mache, ja, und dass es auch um Geld geht. Jemand ist hier, der hat auf 3 Kontinenten Medizin studiert, subhanallah, und promovierte. Privat könnt ihr mich fragen, inshallah. Das heißt, durch das Gespräch wird was erreicht? Zufriedenstellung. Das heißt, man wird glücklicher. Wie oft halten wir irgendetwas zurück? Ah, ich will das Thema gar nicht erst ansprechen oder nee, der ist so und der ist so und der ist so. Und so wird sich nichts ändern. Nichts wird sich ändern. Gerade im Bereich der Familie. Und auch dieser Bereich kann geprüft sein. Ja, wir lesen den Anfang der Surat Yusuf. Ja, und da sagte der Vater zu seinem Sohn in Bezug auf seine Geschwister, erzähl deinen Traum nicht, weil deine Geschwister, ja, sind manchmal ein bisschen zu stolz, manchmal ein bisschen zu neidisch. Ja, und das werden die nicht gerne hören, dass du einen besonderen Traum bekommen hast. Auch die Familie ist eine Baustelle. Ja? Aber wie wird das lösbar, außer man redet miteinander? Man muss nicht alles besprechen, man muss nicht über jedes Gefühl sprechen. Aber wir brauchen Kommunikation, liebe Geschwister. Ohne Kommunikation gibt es keine gegenseitige Zufriedenstellung, keine Erleichterung der Angelegenheit, keine Bereicherung der Angelegenheit. Und man findet auch nichts zum richtigen Entschluss. Und selbst wenn man ihn hat in der Theorie, wenn er nicht befolgt wird. Manche Trainer im Fußball, die haben vielleicht eine geniale Strategie, aber die haben keine Beziehung zum Team. Und das Team will irgendwie, dass es scheitert. Will irgendwie, dass das Spiel verloren geht. Ja? Um einen anderen Trainer zu bekommen. Ja? Oder um ihm nicht Erfolg zu schenken. Vielleicht aus verletztem Stolz. Aber in dem Moment, wo der Trainer die Spieler fragt, wie können wir das am besten durchsetzen? Oder woran hat es beim letzten Spiel gelegen? Ich will euch zuhören. Oder was braucht ihr? Ja, mehr Physio, mehr was auch immer, ja? Bin auch kein Fußballexperte. Aber dann, ihr seht das Prinzip, die Leute öffnen auf und sagen, hey, wir bam, 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 und dann, ja? Und dann gibt es vielleicht Meinungsverschiedenheiten. Dann diskutiert man die aus. Manchmal muss dann auch eine Entscheidung getroffen werden, die vielleicht nicht allen passt. Aber am Ende sagen alle, oh ja, ich konnte wenigstens meine Meinung sagen. Und das ist manchmal, liebe Geschwister, zu wenig in unseren Familien, zu wenig in unseren Freundeskreisen, ja? Oder auf der Arbeit. Warum ist die eine Firma erfolgreich und die andere nicht? Ja? Die Beratung, liebe Geschwister, spielt eine sehr, sehr große Rolle in solchen Angelegenheiten. Warum hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der geehrteste aller Geschöpfe vom gesamten Universum, warum hat er sich beraten lassen? In weltlichen Angelegenheiten, wie auch in kernreligiösen Angelegenheiten. Ja? Wisst ihr, dass der Gebetsruf verordnet wurde und vorher gingen Beratungsversammlungen dem voran? Unser Gebetsruf ist verbunden mit der
Shura, mit der Beratungsversammlung. Ja, wie man den Menschen Bescheid geben kann, dass jetzt die Zeit zum Gebet angebrochen ist. Und dann wurde gesagt, ja, nehmen wir eine Glocke. Nee, eine Glocke wollen wir nicht, das haben schon andere. Und ja, dieses und jenes. Und dann, nein, und dann, subhanallah, hat Allah Ta'ala Sahabis dies träumen lassen. Aber was ging voraus? Beratungsversammlung. Warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Offenbarung empfangen hat von Rabbul Alamin? Warum hat er sich mit einfachen Menschen beraten lassen? Warum? Sufyan ibn Uyayna, er sagt, damit die Menschen dies nicht geringschätzen. Ja, warum? Die Natur des Menschen. Ich frage die doch nicht um Rat. Ja, die sind doch meine Untergebenen oder die sind doch ahnungslos oder die sind doch die oder die haben doch letztens das zu mir gesagt, ja? Stolz hindert den Menschen daran, sich bei anderen zu beraten. Aber wenn wir auf den Propheten schauen, sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn jemand das Recht hat, stolz zu sein als Mensch, dann er, oder? Aber er, subhanallah, war der bescheidenste aller Menschen gewesen. Ja? Und er pflegte sich in so vielen Angelegenheiten zu beraten. Es gibt einen Hadith, der nicht lückenlos ist, ja? Der besagt, dass Abu Huraira sagte, dass er niemanden gesehen hat, der sich mehr beraten hat als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Aber auch, wir brauchen nicht diesen Hadith. Wir sollen einfach nur die Sira vom Prophet Muhammad zusammen studieren und dann wissen wir, ja, ja. Das war Alltag für ihn. Und Ibn Kathir sagt auch, das war seine Gewohnheit, ja, sich beraten zu lassen, damit wir das nicht geringschätzen. Damit wir nicht sagen, ja, das machen doch keine Eltern, das machen doch keine Chefs, das machen doch keine Kapitäne, das machen doch keine aufstrebenden Leute. Doch! Sogar der geehrteste aller Menschen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat sich beraten und hat die Meinung von anderen angenommen. Subhanallah, in sehr vielen Ereignissen, sehr vielen Ereignissen. Lest bei Ibn Kathir nach, lest in der Sira nach, das wird regelmäßig aufkommen. Hat sich korrigieren lassen, hat die Strategie der Mehrheit übernommen, ja, etc. Ja, ein Beispiel, einmal hat er angeordnet, dass Kamele zu schlachten sind, damit der Hunger gestillt wird. Und Omar sagte, das bringt uns nichts. Ja, wir brauchen unsere Kamele zum Reiten, ansonsten kommen wir in ein Problem. Und dann hat er seine Meinung revidiert, zugunsten der Meinung Omars. Spielt die Mehrheit eine Rolle? Ich muss etwas kürzen, ja, ich möchte nicht eure Zeit über Maßen beanspruchen. Spielt die Mehrheit eine Rolle, liebe Geschwister? Sie sollte zumindest ersucht werden. Ob man immer danach handelt, das ist debattiert unter den Gelehrten und ich möchte jetzt nicht zu sehr in Details gehen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er legte Wert auf die, zu wissen, was sagt die Mehrheit. Ibn Ishaq beispielsweise, er merkt an, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Ratschlag Abu Bakrs bezüglich des besten Schlachtortes für Badr, um dem anrückenden Feind zu begegnen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Ratschlag Abu Bakrs nicht sofort umgesetzt hat, weil Abu Bakr war was? War wer? Muhajir. Er ist ausgewandert aus Mekka nach Medina. Und die Ausgewanderten, sie waren eine Minderheit in Medina gewesen. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erstmal die Meinung der Ansar, der Anwohner, der Ureinwohner quasi, Medinas, gefragt. Und dann, als sie zustimmten, war automatisch die Mehrheit mit im Boot und dann hat er diesen Beschluss umgesetzt. Und er sagte auch den Ansar, ich will von euch 12 Leute haben, die die offizielle Berater sind. 3 vom Stamm der Aus und 9 vom Stamm der Khazraj. Und mich hat etwas gefuchst, ja, es hat mich nicht so locker gelassen. Warum 3 und 9? Ja, hat es irgendwie was mit der Aufteilung von denen zu tun? Und subhanallah, Allah Ta'ala wollte, dass ich es leicht habe, als ich über die Schlacht Badrs gelesen hatte, war dann die Aufteilung, subhanallah, der Aus und Khazraj von den Männern, die dort gekämpft haben, mitgegeben. Ja, bei den Aus kämpften, was waren das? 61. Und bei den Khazraj, jetzt könnt ihr euch das ausrechnen, 170. Das heißt, genau diese Proportion, ja, 1/4 zu 3/4, das war das, was der Prophet auch wollte, sallallahu alaihi wasallam, wenn es um die Repräsentanten, um die Oberhäupter geht. Ja, dass da nicht einer über- bzw. unterrepräsentiert ist. Damit er die Meinung der Mehrheit
herausfinden kann. Ja, aber dies ist, wie gesagt, nicht immer in allen Angelegenheiten ausschlaggebend, weil auch die Fachexpertise, ja, 500 Leute können eine Sache sagen und sagen, nimm die Tabletten, aber wessen Meinung ist letztendlich entscheidend? Ja, die Meinung des Facharztes, ja, nicht der einfachen Menschen. Aber trotzdem sollte man, wie gesagt, Schura in allen Angelegenheiten durchführen. Wo wir auch etwas, ja, eventuell stärker praktizieren können. Die Hälfte der Gesellschaft, die die andere Hälfte der Gesellschaft erzieht, zu Rate ziehen. Im Koran ist erwähnt, dass die spätere Ehefrau Musas ihrem Vater vorgeschlagen hatte, Musa alaihi salam, zu heiraten, beziehungsweise dass er ihre Schwester heiratet. Ja? Der Ratschlag also wurde von der Tochter umgesetzt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Salama, als die Prophetengefährten in einem gewissen Schockzustand gewesen sind, als es hieß, schert eure Köpfe und schlachtet eure Opfertiere, ja, und sie konnten sich nicht richtig bewegen, ja, war der Prophet Muhammad etwas irritiert und er ging zu Salama und erzählte davon und sie sagte, geh doch mit Beispiel voran und dann kommen sie dir nach. Und dieser Ratschlag war von Erfolg, war mit Erfolg gekrönt. Und als Abdurrahman ibn Auf den Präsidenten, den Khalifen des muslimischen Reiches, nachdem er sich hat beraten müssen, wie es Omar auch vorgesehen hat, mit fünf anderen der geehrten Prophetengefährten, und als sie sich dann darauf einigten, ja, drei treten zugunsten von drei anderen zurück, und dann einer von diesen dreien tritt zurück, aber er darf den Khalifen bestimmen. Was hat Abdurrahman ibn Auf gemacht? Drei ganze Tage war er unterwegs und hat die Meinungen aller im muslimischen Reich eingeholt. Hat sogar Kriegsgefangene gefragt. Und Frauen gefragt, wie es überliefert wird. Und sogar Kinder gefragt. Hat, stellt ihr vor, ja, 7-, 8-, 9-jährige Kinder. Wen möchtest du als, ja, als Herrscher, als Anführer haben? Othman oder Ali? Aber mögen mit beiden zufrieden sein. Und hat er sich den, ja, hat er sich die Auffassungen von Kindern angehört. Subhanallah. Beratung, liebe Geschwister. Beratung, da drin steckt viel, viel Segen für uns. Und es war auch eine Frau, die vorgeschlagen hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf eine Erhöhung predigen sollte, damit ihn diejenigen besser sehen konnten, die weiter hinten gesessen haben, beziehungsweise ihn auch besser hören konnten. Ja? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, wisst ihr, was großartig ist? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er liebte es zu lernen und zu studieren. Es kamen Prophetengefährten zu ihm und sagten, oh Gesandter Allahs, dürfen wir intim werden mit unseren Frauen oder sollen wir intim werden mit unseren Frauen, wenn sie Kinder stillen? Oder hat das irgendwie einen Schaden oder ist das irgendwie verboten oder nicht gut? Und wisst ihr, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam? Er hat nicht gesagt, wartet auf Offenbarung oder lasst uns als Muslime zusammenkommen und wir reden über die Angelegenheit oder wir laden Mediziner ein. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagte, es schadet den Römern und den Persern nicht. Ja? Es schadet den Römern und den Persern nicht. Das könnt ihr bei Sahih Muslim detaillierter nachlesen. Wer waren die Römer und die Perser? Das waren zwei Völker, liebe Geschwister, zum damaligen Zeitpunkt, glaubensverweigernd und mit den Muslimen im Krieg stehend. Mit den Muslimen im Krieg stehend. Die haben dann später, als sie gemerkt haben, oh, da entsteht ja was dort in der Wüste, dann haben sie ihre Aggressionen offen auf den Tisch gelegt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, er scheute sich dennoch nicht, das Gute von diesen Völkern anzuerkennen und auch zu übernehmen. Weil wir sollen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ja, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, ja, kann auch einigen Trugschlüssen unterliegen. Aber mir kommt es manchmal vor, als ob die Südostasiaten sich gesunder ernähren.
Ja, es ist so leichtes Essen, gesundes Essen. Ja, nicht so fettreich und nicht so fleischreich und voller Zucker etc. Ja, so gesund, naturverbunden. Und vielleicht Vorurteile, persönliche Perspektiven, aber die kommen irgendwie so fitter vor. Ja, und auch im Alter so, ja, vitaler vor. Warum nicht deren Ernährungsplan übernehmen? Ja, müssen wir an unseren kulturell überlieferten Speisen so festhalten, wenn sie uns, ja, wenn sie uns früher kränker werden lassen und unser Leben dann belasten mit Arztbesuchen und Operationen und Herzinfarkten und ja, etc. Lasst uns das Gute von anderen anerkennen und übernehmen für unser Leben. Alhamdulillah, darin ist nichts, ja. Auch dies ist eine Form, wie man zu einer richtigen Entscheidung geraten oder kommen kann. Al-Kawakibi, er hat eine interessante Beobachtung gehabt. Er hat gesagt, ich sehe, da wo Beratung umgesetzt wird, unter Völkern und unter Einzelpersonen, dort sind die Menschen rechtschaffener und die Völker rechtschaffener. Und dort, wo das Ausmaß an Beratung gering ist, ja, je geringer das Ausmaß der Beratung, umso sündhafter sind die Völker und umso sündhafter sind die Menschen. Ja, Beratung, liebe Geschwister, wie gesagt, es bedeutet Vertrautheit initiieren. Ja, man wird, oh, der hat mich um Rat gefragt. Das heißt, er wertschätzt meine Meinung. Das heißt aber auch, ich stehe in Verantwortung für ihn ein. Er fragt mich, er braucht mich. Ich muss auch für ihn da sein, auch wenn er mich manchmal nicht fragt. Jetzt ist diese Beziehung da, weil er mich gefragt hat. Ja, und man gibt, ja, man gibt. Alhamdulillah. Wir sollen nichts zurückhalten, liebe Geschwister. Wenn wir zurückhalten, das ist eines der Gesetze, die uns der Prophet erklärt hat, sallallahu alaihi wasallam, dann hält auch Allah Ta'ala von uns Barakat zurück. Aber wenn wir freigebig sind, ja, wie wir aus authentischen Ahadithen wissen, ja, dann ist auch Allah Ta'ala uns gegenüber freigebig. Und etwas, was nichts kostet, liebe Geschwister, aber sehr, sehr teuer und wertvoll ist, ist der gute Ratschlag. Ja, und Ibn Jama'ah, er sagte, dass der Sultan, der Machtinhaber, er soll sich bei Leuten Rat einholen, die aktiv in der Welt sind. Das heißt, die fachliche Kompetenz haben. Und bei aufrichtigen Menschen. Und solche Leute müssen wir um uns herum versammeln, liebe Geschwister. Und wir sollten auch fachlich kompetent sein und aufrichtig. Und Menschen, wie gesagt, das Gefühl geben, ihr könnt gerne um Rat fragen, beziehungsweise wir geben gerne mal einen Tipp, ohne jetzt irgendwie arrogant rüberzukommen, sodass er dann auch umgesetzt werden kann, ohne dass man sich irgendwie in seinem Stolz verletzt fühlt. Ja, und die Beratung ist etwas Verpflichtendes. Und unsere klassischen Gelehrten haben auch gesagt, ja, Ibn Atiyah beispielsweise, ja, die Beratung zählt zu den Fundamenten und verbindlichen Regeln der Scharia, sodass derjenige, der es versäumt, Fachleute und Fromme um Rat zu ersuchen, von seinem Posten entbunden werden muss. Und diese Angelegenheit ist nicht umstritten. Ja, leider, subhanallah, waren wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten von Diktatoren geplagt, auf der obersten Ebene. Aber teilweise sind wir auch auf familiärer Ebene oder auf institutioneller Ebene, ja, auch etwas diktatorisch. Wir versuchen hier in dieser Gemeinde für eine Besserung zu sorgen. Ihr wisst, wir haben die Mitgliederversammlung, ja, die mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat einmal jährlich zusammenkommt. Und der Aufsichtsrat und der Vorstand beraten sich untereinander. Der Vorstand berät sich untereinander. Und wir sind offen für Ratschläge. Ja, wir werden das noch mal mehr institutionalisieren in den nächsten Monaten auch. Ja, verschiedene Gruppen oder verschiedene Rahmenbedingungen schaffen, um halt noch mehr, ja, von eurer Fachexpertise, von euren Gefühlen, von euren Perspektiven mit aufzunehmen, um diesem Prinzip der Schura gerechter zu werden. Ja? Jetzt noch ein Beispiel, dann lasse ich euch los. Ein Mensch, der von einem Tier Informationen annimmt. Ein Prophet, der von einem Nicht-Propheten Informationen annimmt. Und ein Herrscher, der vom Allerkleinsten im Reich Informationen annimmt. Wer ist das im Koran? Und dieses Beispiel, und er war der Herrscher der Erde. Noch nicht mal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aufgrund seiner eigenen Wahl, weil er so bescheiden war,
hat so über die Erde verfügt, wie dieser Mensch und Prophet Suleiman alaihi salam. Ja? Und schaut, ja, wer spricht diese Worte? Ahattu bima lam tuhitu bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin. Der hat diese Worte gesprochen, voller Selbstbewusstsein. Ja? Ich kundschaftete aus, was du nicht auskundschaftetest. Und ich brachte dir aus Saba eine gewisse Mitteilung. Ja, hier tritt jemand auf, der hat was, was Suleiman alaihi salam nicht hat. Das war dieser kleine Vogel, der Wiederhopf. Und Suleiman alaihi salam hat ihn wertgeschätzt, subhanallah. Als Herrscher, ja, der Erde, als Prophet, als Mensch gegenüber einem Tier. Wo sind wir, dass wir irgendwie ein Körnchen Stolz haben dürfen, liebe Geschwister? Lasst uns Beratung einholen von allen Fachleuten. Ja, und der Prophet Muhammad hat auch Nicht-Muslime aufgesucht, um ihrer Fachexpertise wesen. Deswegen war der Begleiter, der quasi Pfadfinder von Mekka nach Medina, war damals Polytheist gewesen. Abdullah ibn Uraqit, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ja, er war vertrauenswürdig gewesen und er hat Ahnung gehabt. Deswegen sollen wir auch von anderen Menschen, ja, ob es jetzt Römer sind oder Perser sind oder ja, Polytheisten sind, wenn die Ahnung haben, haben die Ahnung. Und wenn es ein kleiner Vogel ist, der uns etwas mitgeben kann, dann hören wir dem kleinen Vogel zu. Ja? Wer sind wir, dass wir uns über Suleiman alaihi salam Stellen täten? Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. Oh Allah, bitte reinige unsere Herzen. Oh Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle Propheten insgesamt, oh Allah, und deren Angehörigen, die viel aufgeopfert haben, oh Allah, auf diesem geheiligten Weg. Und all ihre Gefährten, oh Allah, und lass uns auch zu diesen Gefährten zählen, oh Allah, Allahumma Amin. Bitte lasse unsere Herzen zusammengefügt in einem großen Körper schlagen, harmonisch, einheitlich. Lass uns mit einer Hand anpacken, oh Allah, und lass uns Verbesserung auf dieser Erde sorgen, oh Allah. Und den Vertriebenen eine Heimat geben und den Bekriegten Frieden und Sicherheit und den Kranken Behandlung und die Heilung kommt von dir, oh Allah. Und den Hungernden und den Durstenden etwas Leckeres zum Essen, oh Allah, und den Bekleidung brauchenden, wärmespendende und auch schmückende Kleidung, oh Allah, und den Trostsuchenden, oh Allah, Ratschlag und menschliche Liebe, Allahumma Amin. Oh Allah, bitte helfe uns, dass wir nicht verloren gehen in dieser von Verführungen umgebenen Welt. Oh Allah, bitte schütze unsere Kinder, schütze unsere Jugendlichen. Oh Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns, sodass sie keine Sünde begehen vor der Ehe, oh Allah, Allahumma Amin. Und auch nicht in der Ehe, oh Allah. Und schenke den Kindersuchenden, den sich Kindern wünschenden, aufrichtige, rechtschaffene, behütete und beschützte Kinder. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. Oh Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.